Zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Ja, also, ich habe mich ja eigentlich schon entschieden, dass ich jetzt der Hauptquest weiter folgen werde. Das heißt, wir gehen zur Mantis und fliegen danach mal nach Jedha. Und die Gerüchte, die ich hier noch habe, die gehen ja nicht weg, hoffe ich. Die bleiben einfach hier und wenn wir dann, wir kommen eh wieder mal zurück zu dem Planeten und dann können wir das nachholen. Ich habe ja auch effektiv noch nicht alles erkundet. Ich meine, hier gibt es noch einen Sektor, da war ich überhaupt noch nicht. Genauso wie hier hinten, oder? Das war das mit dieser komischen Stadt oder mit diesem Dorf in den Bergen, da war ich ja auch noch nicht. Also von dem her, es gibt dann schon noch ein bisschen was zu tun und ich meine, hier ist auch der Laden und so. Also wir kommen sicher wieder hier zurück. Und wir können das dann zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Aber jetzt würde ich gerne der Hauptquest folgen und mal den Planeten hier verlassen. Gut. Mal schauen. Man fühlt sich hier schon ein bisschen zu Hause mittlerweile. Vor allem auch wegen den Leuten hier, die man gerettet hat oder irgendwie rekrutiert hat und. Komm rein, setz dich an die Bar. Ist ein cooler Ort auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt. Was war das? Er deckt sogar seine Cantina-Sofas mit Pottoli-Gewebe ab. Typisch Grease. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Naja, eine kleine Randnotiz. Keine Scans, okay, BD? So, ich könnte den jetzt parken eigentlich, oder? Wie geht denn das? Muss ich ihn einfach in den Stall stellen und dann bleibt er hier oder wie läuft das genau? Pass gut auf dich auf, ja? Wahrscheinlich schon, oder? BD hat sich verabschiedet. Da hinten ist ein Raumschiff. Ist mir gar nie aufgefallen. Ich schätze, das ist hier der Hafen eigentlich dann, oder? Der Weltraumhafen. Ich würde gerne mal mit so einem Teil fliegen, aber ich weiß auch nicht, ob das geht. Das wäre mega cool, wenn man das selber machen könnte. Wenn man sich noch so einen kleinen Einsitzer irgendwie kaufen und dann verbessern könnte und damit zwischen den Planeten herumfliegen könnte, das wäre noch nice. Aber ist dann halt wieder eine Frage von Programmierung und Speicherkapazitäten, wenn man das dann auch noch reinpatcht. Ich meine, das Spiel hat jetzt schon über 100 Giga auf der Festplatte. Von dem her. Gut. Hier ist nichts Neues dazu gekommen, nehme ich an, oder? Nein. Also. Hier hinten muss ich eigentlich auch nichts mehr machen. Speichern ist unnötig. Habe ich gerade gemacht. Deswegen, komm, wir fliegen los. Auf geht's. Nach Cheddar. Ist das Cheddar? Ja, ich schätze schon. Ah, ja. Könnte nicht größer stehen unten links. Also Kobo, eigentlich nur ein Drittel erkundet, habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Da fehlt dann schon noch ein bisschen was. Mit Vollgas nach Jeddah. Fühlt sich bestimmt gut an, nach so langer Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jeddah. Fliegen wir zur Stadt? Nein, ich habe gehört, Ziel ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anachoreten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jeddah. Das ist Seer. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Alles klar. Kann ich mich nicht setzen? Schade eigentlich. Es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist sie da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position.
Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt Acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Danke für die Warnung. Na, großartig. Tja. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Man kann nicht alles haben, Kerl. Die Narkis Anachoreten. Die Narkis Anachoreten sind ein Kult auf Cheddar, welcher die Macht verehrt. Diese einsiedlerische Klostergemeinschaft wurde von dem Narkis-Hochland benannt, wurde nach dem Narkis-Hochland benannt, der Region Cheddars, in der ihre Mitglieder sich häufig aufhalten. Sie verehren die Macht, die sie als Wissen und Verständnis interpretieren. Die Anachoreten glauben, dass alle Dinge in der Galaxis, Personen und Sterne, ebenso wie Boglings und Asteroiden, Teil eines weitläufigen Netzwerks des Verständnisses sind. Jedi und andere Machtbegabte gelten als erleuchtete Wesen, durch die Wissen und Verständnis von der Macht nach draußen getragen werden. Cheddar. Triff dich mit Seers Kontakt. Alles klar. Hat er überhaupt was gekocht? Er hat gar nichts gekocht. Das war eine leere Versprechung. Was ist das, Weltraumkäse? Sieht ein bisschen so aus. Dreieckskäse. So, Freunde. Pass auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Grease, hast du Märchen über mich erzählt? Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleiner. Gut zu wissen. Okay, wir plaudern später. Na gut, sie bleiben hier offenbar. Ja, man kann das Schiff nicht alleine lassen. Sonst ist es im 0,0 weg. 0, gar nichts. Ich wollte sagen, es ist im Nu weg. Jetzt habe ich irgendwas gesagt, das überhaupt keinen Sinn ergab. So. Ich schätze mal, es geht hier hoch. Suchen wir es hier, Seskoff. Der Treffpunkt liegt vor uns. Warum kann der mächtige Jedi keinen Berg hochkraxeln? Das verstehe ich nicht. Ich meine, das ist jetzt nicht mega steil hier. Naja, warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Okay. Von mir aus. Was soll das für eine Kletterpartie? Festhalten, BD. Nehme ich halt den Weg. Das sieht erfolgsversprechender aus. Wo hätte ich denn da hinkommen sollen? Das war ja voll. Das war richtig der falsche Weg vorhin. Ah ja, egal. So geht das. Und jetzt direkt die Abkürzung. Überaus praktisch. Jedda. Nicht übel. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Das ist ja heftig. Lebt hier überhaupt irgendjemand? Klostermauern, Meditationspunkt. Was war dieser Boni, den ich gekauft habe? War das der? Nein, das war der da unten, oder? Gleichgewicht. Naja, gut. Das mit diesen Bonis habe ich Kumpel. Einfach immer noch nicht richtig verstanden. Wie das genau funktioniert oder was das genau bringt. Muss ich eventuell mal nachlesen.
Ich glaube, ich gehe direkt dahin. Oh, toll. Ganz toll. Hab dich gefunden, Einsatzkräfte. Tätiges. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Oh. Steht einfach nicht. Flammenwerfer. Ich hab gedacht, er hat ein Geschütz. Glück gehabt. Hätte mich nämlich fast gekriegt. Kerl will das Teil nicht wegstecken. Na gut, dann halt nicht. Im Kampf? Ich bin doch nicht im Kampf. Jetzt. Audiosensoren für BD, Fernglas. Mal was Neues. Scheint keinen direkten Weg zu geben. Ich denke, ich muss hier rein, irgendwie. Hier. Na gut. Da steht wieder einer. Boah. Ja, macht ihr das mal. Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt. Sie werden vor uns bei Sears Escorte sein. Hallo. Hol die zuerst den anderen. Gutes Tier. Alter. Boah. Ist der schnell. Voll erwischt. Keine Macht mehr. Tolle Sache. Das an. Ein Sutaban. Hochgradig aggressive Bestie wartet mit einem Gegenangriff, bis sie ihren Angriffshebel beendet hat. Achte auf Sprungangriffe. Sutaban durchstreifen die alten Tempelruinen auf Cheddar und suchen in der eisigen Ödnis nach Beute. Die überaus kampflustigen und zielstrebigen Kreaturen decken ihre Gegner mit einem Schlaghagel ihrer sehnigen und kräftigen Arme ein. Allerdings verlieren sie auf der Jagd bisweilen die Orientierung und sind durch ihre eigene Unruhe so verwirrt, dass ihre Ziele fliehen oder zurückschlagen können. Durch ihre eigene Unruhe so verwirrt. Ja, mit den Sturmtrupplern hat er kurz einen Prozess gemacht. Was natürlich super für mich war. Gut. Und weiter. Scheint nicht so verlassen zu sein, wie ich es zuerst gedacht habe. Ich sehe ihn! Oh. Was für ein kleines Arschloch. Wo ist der hin? Der gräbt sich wahrscheinlich ein. Sind das Finger? Das ist eine riesige Hand. Und da ist der Kopf. Eine riesige Statue. Heftig. Okay, wie geht's jetzt weiter? Weil ich schätze, ich kann nicht da auf dem Sand rumlaufen. Das Teil kommt dann raus. Hätte ich jetzt einfach geraten.
Ich sehe schon den Weg, aber... Oder den möglichen Weg, aber so richtig... Den Anfang finde ich nicht vom Weg. Ach komm. Okay, das funktioniert nicht, aber... Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Ich musste einmal sterben, um das Messer rauszufinden, leider. Hey, was soll das? Lass den Mist. Warum kann ich nicht nach hinten springen? Die Frage ist, wo das Teil hinfällt. Warum kann ich nicht nach hinten springen? Das verstehe ich nicht. Hallo. Kleine Viecher. War das richtig überhaupt? Was hast du gefunden? Eine Hartschale. Der Panzer bietet etwas Schutz, kann aber mit der Macht entfernt werden, alles klar. Warte, bis sie ihren Kopf herausstreckt und schlage dann zu, um sie schnell zu besiegen. Die Wüsten von Cheddar sind kalt und unwirtlich. Entsprechend hat sich die Hartschale auf eine Art entwickelt, dass sie sich selbst schützen kann. Wie der Name vermuten lässt, bilden diese Kreaturen regelmäßig eine feste äußere Schale. Nicht um sich vor den Elementen zu schützen, sondern zum Schutz vor Fressfeinden. Obwohl nicht jede Hartschale eine solche schützende Schicht ausbildet, hat sich der Name etabliert. Die feste Schale kann mit relativ wenig Aufwand entfernt werden, jedoch sind die Kreaturen damit wieder allen Gefahren ausgesetzt. Obwohl sie leicht zu besiegen sind, greifen sie mit Schlägen und Spucken dennoch alles an, was sie als Bedrohung ansehen. Ich habe eine kurze Frage, ob... Es war schon richtig, was ich gemacht habe, oder? So intuitiv bin ich nach hinten irgendwie weggesprungen. Ja, wird schon passen. Vorwärts, BD. Was hat er gesehen? Ich seh's mir an. Gut gemacht, BD. Gemeinschaftsplatz. Dieser Gemeinschaftsplatz stand allen offen, die sich sammeln und ihren Glauben bekennen wollten, unabhängig von Glaubensrichtung oder Berufung. Es war einmal... Es ist alles zerstört. Moment kurz. So, wieder zurück. Musste kurz schauen, was der Hund macht. So, Entschuldigung. Okay. Weiter geht's. Wo auch immer es weitergeht. Ich schätze hier. Werkbank brauche ich gerade nicht. Abkürzungen sind immer willkommen. Imperiale. Feind gesichtet. So geht das, Freunde. Ich brauche wirklich einen Stim. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen.
oder später wird jemand kommen, um diesen wieder zu holen. Und halte jeden. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Verstanden. Ja, wo soll ich die überhaupt treffen? Ich glaube, sie haben mir Koordinaten gegeben, aber... Lass uns hier eine Pause machen. Die Sühne kann man. Soll ich mich ausruhen? Ja, komm, zur Sicherheit. Und ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Ich werde wieder zuerst alles machen, was nur einen Kosten hat. Und dann gehen wir weiter. Der fokussierte Blick zum Beispiel braucht zwei... Ich glaube, hier braucht alles dann zwei, oder? Teamarbeit. Habe ich irgendwas, was ich noch gar nicht verbessert habe? Lichtschwert. Die Macht. Größeres Festhalten. Kanalisierte Energie. Ja, das ist halt alles... Wäre eigentlich alles nicht schlecht. Verlängert die Zeit, in der Gegner andere Gegner angreifen, wenn sie verwirrt sind. Überleben. Das ist nur eins, Überleben. Alles klar. Dann mache ich noch hier, komm. Teamarbeit. BD heilt mich schneller. Seit wann haben die Chatbacks? Kommt runter, verdammt. Kennen wir doch. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt auch. Weit? Versuch Schritt zu halten, Jedi. Merin, Schwester der Nacht. Die Schwester der Nacht Merin taucht nach langer Reise durch die Galaxie unerwartet wieder in Cals Leben auf. Warum sie auf Jeddah ist, bleibt unklar. Sie war auch im ersten Spiel. Wir haben sie damals mitgenommen. Und ich hatte das Gefühl, da läuft was zwischen ihr und Cal. Kurz, so gegen Schluss des Spiels, aber offenbar doch nicht mehr. Oder es wird sich jetzt weiterentwickeln, wir werden es sehen. Gemeinsam, Cal. Offensichtlich das Oberkommando zu. Weiter muss sie erledigen. Du bringst mich nicht um. Nur einen Moment. Komm zurück. Wir können ihn immer noch... Aha, da war noch was Neues. Als die Mantis sich Jeddah näherte, nahm die Crew Kontakt mit den Narkis Anachoreten auf, eine religiöse Gruppe, die mit Ziel zusammenarbeitete. Ein aufziehender Sandsturm zwang die Mantis zur Landung abseits des Treffpunkts, weshalb Cal sich zu Fuß auf den Weg machte und schließlich Sears Kontaktperson traf, die sich als niemand anderes entpuppte als Schwester der Nacht Merin. Auf ihrem Weg zur Sears Basis geraten sie letztlich doch in den Sturm und müssen eine Höhle suchen, um vor den heulenden Winden und dem Sand sicher zu sein.
Na gut. Sind das alle? Nein. Schande. Kerl, die Wand! Da kommen noch mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Scanner ist ausgefallen. Sei nicht unvorsichtig. Nice. Das war der letzte. Bist du okay? Ja, wird schon wieder. Das war ein cooler Angriff. Ich brauche ein Stim. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Perfekt. Sie kann ja porten. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Das machst du auf Jedha. Jedha ist ein Teil der Galaxis, Kerl. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Jedha-Schriftrollen. Okay. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das könnte klappen. Könnte, tut's aber nicht. Was, wo muss ich hin? Der Wanderer. Naja. Ist das die andere Hose überhaupt? Warte mal kurz. Ja. Naja, ich bin auf einem anderen Planeten. Ich könnte... Ah, nee, das ist ein Rucksack. Passt mir nicht. Ich bleib noch bei meiner... kämpferischen Jacke, sag ich mal. War das doof? Gut. Wir sollten uns beeilen, Kerl. Ein Sturm zieht auf. Nee, das war gut. Ich hoffe, das ist richtig. Das sieht nicht richtig aus. Hä? Das ist doch sicher hier, oder nicht? Ah, näher ran, alles klar. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Kommst du darauf? Das ist nur ein Spieler. Doch dazu, es gibt Berichte über Feinde in diesem Bereich. Sollen wir noch ein Schwertproblem checken? Wir denken schon ein viel zu weit. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nar Shaddaa? Richtig. Du gehst vor, Kerl. Ganz was Neues. Auf in den Kampf! Ich habe es vermisst, an deiner Seite zu kämpfen. Gleichfalls, es geht nämlich gerade sehr viel einfacher als sonst. Und der dafür werden sie bezahlen. Zerstört, toll. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Besser denn? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Was ist das für ein Tier? Komm mit. Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Spamele, was ist eine Spamele? Das Tier da unten? Da, kannst du es sehen?
Ja. Es ist einfach schon hier. Mega unfair. Oh oh. Nein! Boah, das war knapp. Du kannst es immer noch. Natürlich, hallo. Langsam. Das war ein Witz, Droide. BD ist nicht langsam, der ist mega schnell. Wir haben es ja vor ein paar Folgen gesehen, wie der über den Sand gespeedet ist. Du steckst doch nicht fest. Marin, das ist unfair. Hör auf damit. Ugh, Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Oh, pass auf! Na toll. Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Kerl. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Naja. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. War nicht mit Absicht. Eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Es ist, glaube ich, die letzte, oder? Auf ihrem Planeten war dieser verrückte Jedi da. Ja, genau, das war auch ziemlich krass. Der wollte irgendwie... Zuerst hat er gesagt, er will Cal unterstützen, bla bla bla. Und dann hat er ihn doch angegriffen, weil er nicht seine Ansichten teilte. Das war auch auf Datomir damals. Eine Spamele. Eine Spamele. Es scheint das Tier zu sein. Die Kreatur ist fort. Aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Attackierte Pilger. Eine Gruppe von Pilgern wird auf ihrer Reise von einer Kreatur attackiert. Anschließend bitten sie die Jedi um Schutz. Hier ist noch was. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Ich komme nicht durch. War klar. So. Speichern und ausruhen.